Papierröllchen mit Puttenbrust. PRU Stück 265 Kilojoule / 63 Kilokalorien, 5 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate geht ca. 15 Minuten. Erstens die Reispapierblätter einzeln unter fließendem Wasser anfeuchten und nebeneinander, eventuell in zwei Schritt unbekanntes Zeichen Zen, auf die Arbeitsfläche legen. Nach 1 bis 2 Minuten sind die Blätter weich. Zweitens die Puttenbrustscheiben in die Mitte der Reisblätter legen. Chinakohl waschen, trockenschleudern, in dünne Streifen schneiden und darauf verteilen. Nach Belieben Korianderblättchen mit darauf geben. Mit je 1 bis 2 EL Schlemmersoße, Asia süß-sauer, beträufeln. Drittens die Seiten des Reispapiers über der Füllung einschlagen und dann fest aufrollen. Sofort servieren oder in Folie wickeln. Die restliche Schlemmersoße als Dip dazu servieren. Tipp: Wirklich praktisch, das Papier aus Reismehl, das man als essbare Verpackung benutzen kann. Leicht angefeuchtet kleben die transparenten, hauchdünnen Blätter von selbst an ein unbekanntes Zeichen ander. Werden die Röllchen nicht sofort gegessen, am besten einzeln in Folie einwickeln, damit sie nicht aus Trock unbekanntes Zeichen nähen. Wer die Röllchen unterwegs essen möchte, legt je 2 Reispapierblätter übereinander. So geraten sie stabiler. Salat PRU Portion 610 Kilojoule / 146 Kilokalorien, 3 Gramm Eiweiß, 8 Gramm Fett, 12 Gramm Kohlenhydrate, ca. 20 Minuten griechischer Salat mit Minzdressing. Zu Apostroph TENFUR 4 Portionen 1/2 Salat Gurke 2 grüne Paprikaschoten 400 Gramm Tomaten 2 rote Zwiebeln 1 Bund Minze 2 Beutel Knorr-Salatkrönung, griechischer Art, 2 EL Knoblauchöl 5 EL Orangensaft 100 Gramm grüne Oliven, ohne Stein. Erstens die Gurke gut waschen. Die Schale so abschälen, dass schmale grüne Strei unbekanntes Zeichen fein stehen bleiben. Gurke der Länge nach halbieren, die Kerne herausschaben und das Fruchtfleisch in Scheiben schneiden. Zweite Paprikaschoten halbieren, entkernen, waschen und würfeln. Die Tomaten waschen und sechsteln. Drittens die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die Minze waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Die Hälfte der Blätter fein hacken. Vierte Salatkrönung, griechischer Art, mit Knoblauchöl, Orangensaft, 5 EL Wasser und der gehackten Minze verrühren. Fünftens das Gemüse mit den Oliven in einer Schüssel mischen und das Dres unbekanntes Zeichen sing darüber gießen. Restliche Minz unbekanntes Zeichen Blättchen darüber geben und erst direkt vor dem Servieren unterheben. Dazu passt Fladenbrot. Tipp: Wer eine unbehandelte Orange zur Hand hat, kann die Soße mit ab unbekanntes Zeichen geriebener Orangenschale abrunden. Salat Zutaten für eine Person 40 Gramm Reisnudeln, 100 Gramm Chinakohlmöhre, 150 Gramm, 1 TL Sesamsaft von einem Limette, 1 TL dunkles Sesamöl, 3 EL Asia Soße für Hähnchen, Thai Basilikum zum Garnieren, Zubereitung eines Nudeln mit kochendem Wasser übergießen und 5 Minuten ausquellen lassen. Chinakohl putzen, waschen und in Streifen schneiden. Möhre schälen, putzen, waschen und in dünne Stifte schneiden. Nudeln mit einer Gabel auflockern, abgießen und abtropfen lassen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen. Limettensaft mit Sesamöl und Asia Soße verrühren. Alle zu unbekanntes Zeichen Taten mischen. Mit Basilikum garnieren. Und Gemüse aus dem Alu-Päckchen. Zutaten für eine Person: eine kleine rote Paprikaschote, viertens 2 Lauchzwiebeln, 2 aus Tempelze, 3 bis 4 Maiskölbchen, aus dem Glas, je 2 Stiele Oregano und Thymian, 150 Gramm Alaska-Seelachsfilet, 25 Gramm Basmati-Reissalz, 1 TL Butter, einige Spritzer Zitronensaft, 2 EL Weißwein, Pfeffer, Alufolie-Zubereitung, Paprika vierteln, putzen.
in Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Pilze putzen und in Stücke schneiden. Maiskörbchen abgießen. Kräuterblättchen abzupfen. Fisch waschen. Basmati in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Stücke Alufolie, 35 cm Länge, abschneiden. Mit der schmalen Seite nach vorne legen und auf die Mitte der vorderen Hälfte Fisch, Gemüse, Kräuter und Pilze geben. Butter darauf geben. Folie darüber klappen und die rechte und linke Seite je dreimal nach innen falten. Zitronensaft und Wein mischen und in die Päckchen träufeln. Vordere Kante ebenso falten, so dass ein Quadrat entsteht. Päckchen auf ein Backblech legen. Im heißen Backofen, E-Herd, 200 Grad Celsius / Umluft, 175 Grad Celsius / Gas, Stufe 3, circa 12 Minuten garen. Päckchen herausnehmen, aufschneiden, Fisch und Gemüse salzen und pfeffern.